Seit Tausenden von Jahren streifen Dingos durch die Ebenen Australiens. Doch inzwischen steht die Unterart des Wolfs vor dem Aussterben, wegen jahrhundertelanger Vermischung mit Hunden. Um den Genpool der Dingos zu erhalten, werden die Tiere in Gefangenschaft gezüchtet und dann in Naturparks ausgewildert. Hier im Alice Springs Desert Park im Zentrum des Landes können die Besucher reinrassige Dingos erleben. Leider tragen die Dingo-Populationen heute fast überall im Land einen hohen Anteil von Hundegenen in sich. Die Dingo-Gene verschwinden langsam. Und das ist eine echte Gefahr. Auch wenn sie Hunden ähneln und so niedlich aussehen, Dingos haben eine wilde Veranlagung. Sie sind Jäger. Als Haustiere eignen sie sich nicht. Sie sind in der Vergangenheit Kindern gefährlich geworden. Wenn es um das Miteinander von Dingos und Menschen geht, dann spielt dabei leider oft eine Rolle, dass Leute sie füttern. Leute, die sie als Haushund sehen, die sie mit Futter anlocken wollen, die versuchen, sich ihnen zu nähern. 90% der als Dingos bezeichneten Wildhunde in Australien sind mittlerweile Mischlinge. Aber vielleicht hilft das Zuchtprogramm ja, die wilden und schönen Tiere vor dem Aussterben zu bewahren. Oh, there you go.